Hallo, liebe Freunde, das wird unser neues Projekt. Ein VW Käfer 1303, ein Modell von Sicu. Ist auch noch ein älteres, so aus den 80er Jahren. Es ist nicht ganz so sehr bespielt, aber ich habe echt kein Schlimmeres gefunden in meinem Sammelsurium. Also wird der herhalten und er soll eine schöne Zweifarblackierung bekommen. Da sind meine ganzen Käfer oder Biester von Sicu, die ich quasi alle doppelt habe, zum Basteln, Verkaufen und Umbauen geeignet. Und unser heutiges Modell soll ungefähr so aussehen. Ja, ich bräuchte mal einen neuen Drucker. Schön hellblau und mit dieser weißen Seitenfläche. Da ist er unser Patient? Ja, da ist er, unser Käfer. 1303 ELS. Made in West Germany. Das war damals die Sicu Artikel Nummer 1077. Ja, um die Farbe abzumachen, muss man natürlich erstmal aufbohren. So, mal das Unterteil ab. Die Innenausstattung, die Scheibe und die Türen. Naja, so wurscht. Bleiben Sie halt dran. So, dann haben wir schon wieder mal alles vorbereitet. Dann brauchen wir heißes Wasser. Unseren Beetle. Ja, gucken wir das Dach raus. Das ist besser. Und unser Ätzner drin. So, 10-15 Minuten wie immer. Und dann sollte die Farbe gelöst sein. Ah, diesmal hat es nie so gut geklappt. Die alten Sicu-Modelle haben noch guten Lack. Und die Farbe ist nie richtig abgegangen. Da müssen wir nachhelfen mit Abbeizer. Jetzt wird die chemische Keule rausgeholt. So, das ist ja nochmal einpinseln. Und schauen wir, ob das jetzt sich löst. So, wieder ein bisschen einwirken lassen und dann gucken wir mal. So, in der Zwischenzeit schauen wir uns mal die Räder an. Das sind zwar noch schöne Sicu-Räder. Aber ich habe was Besseres. Also machen wir die raus. Die kriegt irgendwann ein anderes Auto. Yeah. Jetzt. So. Und hier habe ich eine ganze Schachtel neue Räder. Und die passen von der Breite her genau hier rein und sehen viel natürlicher aus. Viel realistischer.
Zack. Passt doch gut. Und das zweite machen wir nach hinten rein. Sehen doch einwandfrei aus. So, die Räder könnt ihr auch bei mir im Shop kaufen. Und wie immer, für YouTube-Kunden gibt es einen 10% Gutschein. Der steht unten in der Beschreibung des Videos drin. So sieht's aus. Farbe hat sich gelöst. Wasser rein. Oh, prima. Jetzt brauchen wir sie bloß noch mit der Zahnpaste runterschrubben. So, nun wird noch glatt poliert mit einem Dremel. So, und so weiter. So, und nun kriegt unser Beetle erstmal eine Grundierung. So, Grundierung ist getrocknet. Jetzt machen wir das Weiß erstmal. Mal schneiden die Innenseiten der Türen. So, lassen wir trocknen und dann müssen wir abkleben. Kommen wir zum Abkleben. Da habe ich schon so ein schönes Tamiya Masking Tape. Gibt es auch im Shop natürlich. So, das ist natürlich hier alles ziemlich klein. Macht Spaß hier. Ist wie beim Tapezieren oder Streichen, wenn man die Fenster und die Schweller alle abkleben muss. Absoluter Lieblingsjob. Wer baut das Auto so rund, ne?
Hab schon eine Weile zu tun. So, ich weiß nicht, ob man sehen kann, weil das auch weiß ist, das Band. Ich habe das sogar gut abgeklebt, wie es geht. Und jetzt kommt das Blau. Und da schauen wir mal, wie es danach aussieht. Also, lachst du gut aus. Jetzt kommt immer das Spannendste an einer Zweifarblackierung. Wie gut wurde abgeklebt? Wo man sieht, es wurde schlecht abgeklebt. Wieso ist denn das so schlecht geworden? Jedes Mal passiert mir das. Jetzt kann man, dass sie so rau ist. Ja, also wie ihr seht, wieder mal gepfuscht. Also es hilft nichts, das Weiße müssen wir nochmal machen. Hätte ich vielleicht gleich so machen sollen, erst den blauen Lack und dann das Weiß. Ich hatte aber Angst, dass das dann nicht deckt. Aber nun bleibt mir ja keine Wahl. Das ist alles schön abkleben. So, zweiter Versuch. Jetzt habe ich alles schön abgeklebt. Ich hoffe, ich habe nicht mehr wieder irgendein Fauxpas geleistet. Und nun wird nochmal das Weiße gesprüht. Klebeband ist runter. Ja, es ist ein bisschen besser geworden. Aber perfekt kriege ich es eben nicht hin. Ärgert mich ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt noch die Scheinwerfer. Türgriff. Und die Rücklichter.
Fast schön. So. Jetzt lassen wir es noch trocknen und dann können wir zusammenbauen. Kommen wir zum Zusammenbau. Erstmal die Scheibe rein. So, Lenkrad. Sitze. So, hier müssen wir dann noch die Schraube reinmachen. Ja, bis auf die kleinen Lackfehlerchen hier. Das B-Fahrtlack muss ich noch üben. Ach, sonst sieht er doch gut aus. Schöne Felgen hat er. So sah er vorher aus. Unser Käfer 1303 von Sigu. Und das ist das Ergebnis. Unser VW Käfer oder Beetle 1303 LS, ein Sigu-Modell. So, neue Zweifarblackierung. Wobei mir das immer noch nie gelingt. Und schöne neue Felgen. Beide Schlappen. So muss das. Ja, wem es gefallen hat und wer gerne weitere solche Videos sich anschauen möchte, muss mich natürlich unbedingt abonnieren. Und ansonsten freue ich mich auch über Kommentare und kleine Daumen. Dann bis bald, euer Falk.